Für Gockel Konstantin hat Fliegen keinen Sinn. Er muss am Boden bleiben und uns die Zeit vertreiben. Auweia, auweia, da liegt keine Eier. Auweia, auweia, da liegt keine Eier. Für Gockel Konstantin hat Schlafen keinen Sinn. Wir sollen uns sonst im Leben von Ulle im Busch erzählen. Auweia, auweia, da liegt keine Eier. Gockel Konstantin hat beide keinen Sinn. Wir sind in deiner Nähe und machen dein Gekrähe. Auweia, auweia, kiki, kiki, kiki. Auweia, auweia, du bist dran. Hey. Du bist dran. Mensch, das war ein Flug. Sex! Hey, nicht hummeln, du musst noch mal würfeln. Erstmal finden. Morgen, ihr beiden. Moritz, was machst du denn da unter Huberts Bett? Komm doch mal raus. Um 9 müssen wir los. Ihr wisst, Tante Almut wartet nicht gern. So, Moritz, das ziehst du an. Och, Moritz. Hier, ich leg's aufs Bett. Du komm noch mal da unter raus. Hubert und du? Ziehst das grüne Jackett und die schwarze Hose an. Von mir aus kannst du heute das neue Hemd von Onkel Alfred einweihen. Ich fahr halt nicht mit. Natürlich fährst du mit. So, und nun beeilt euch mal ein bisschen. Vater sitzt schon am Frühstückstisch. Fährst du heute nicht mit? Mensch, was hast du denn da alles drinne? Das geht dich gar nichts an. Was trödelt Hubert denn so? Wenn er nicht bald kommt, muss er ohne Frühstück los. Moritz, leg ihm das mal aufs Brett. Dann hat er schon mal was. Na, endlich.
Fall. Ja. Sag mal, was hast du denn da an? Ja, sag mal, was soll denn das? Zieh dich mal um. So kannst du nicht mitfahren. Ich fahr auch gar nicht mit. Hm? Bitte? Habe ich doch schon oben gesagt. Sag mal, kommt dir überhaupt nicht in Frage. Los, geh rauf, zieh dir was anderes an. Warum soll ich mitfahren? Was soll ich denn bei Tante Almut? Mein lieber Freund, ich hab dir vorhin gesagt, komm, du sollst dir was anderes... Guck mal, was Vater dir sagt. Und beeil dich mal ein bisschen. Na! Helga, was soll man denn dazu sagen? Moritz! Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht immer alles in den Ärmel wischen? Ach Mensch, man hat auch nichts als Sorgen mit euch. Jetzt merk dir das mal, du. Na Helga, wo bleibt ihr denn so lange? Moritz, geh doch auf. Sag ihm, dass er jetzt endlich mal runterkommen soll. Hubert! Hubert! Hast du dich versteckt? Fahre nicht mit. Fahrt bitte ohne mich. Ich habe heute etwas anderes vor, Hubert. Mensch, Hubert. Was ist denn nun kaputt? Du hast was anderes vor? Hättest mir doch was sagen können. Finde ich ja komisch. Ich fahre nicht mit, fahrt bitte ohne mich. Ich habe heute etwas anderes vor. Ich fahre nicht mit. Fahrt bitte ohne mich. Ich habe heute etwas anderes vor, Hubert. Dein Sohn macht sich selbstständig. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hubert! Wo kann er denn bloß stecken? Der wird sich wundern heute Abend. Moritz, weißt du denn nicht, wo Hubert steckt? Moritz! Weißt du denn wirklich nichts? Los, geh ab ins Bett. Ich schrei ihn an. Ja, das tust du. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
Sag doch was. Wo warst du denn? Jetzt fangst du auch noch an. Mit mir haben sie rumgemeckert. Den ganzen Tag. Weil du nicht da warst. Sag mal, wo ist denn das Poster mit der Raumstation? Und wo ist dein Sturzhelm? Frag nicht so viel. Wieso willst du mir denn nicht sagen, wo du warst? Das verstehst du nicht. Haha, ich bin ja kein kleines Kind mehr. Wo sind die Keksdose? Weg. Was heißt weg? Lass mich doch in Ruhe, ich will jetzt schlafen. Das wollen wir doch mal sehen. Die Keksdose kommt wieder her. Die gehört mir genauso gut wie dir. Na, mein Kleiner. Gut, dass ich dich wenigstens noch hab, hm? Weißt du denn wirklich nicht, wo Hubert sich jetzt immer rumtreibt? Das finde ich aber nicht schön, dass er vor dir jetzt auch noch Geheimnisse hat. Weißt du, wir machen uns Sorgen um Hubert. Ich weiß. Riech, Hummel, riech. Such Hubert, Hummel, such Hubert. Heini, jetzt kommt die Stille. Schön. Ihr seid das. Ich dachte, Hubert wäre hier. Hummel muss ich verrocken haben. Hummel? Ah ja. Oh, das glaube ich nicht. Die hat eine sehr feine Nase, die hängt sehr an mir, seit sie mich das erste Mal gebissen hat. Uri 331. Habt ihr Hubert gesehen? Hubert? Nee. Elfriede, hast du... Elfriede? Hast du Hubert gesehen? Hubert? Hm? Nee, hat sie nicht gesehen. Ring? Ich gehe dann mal wieder, ne? Hummel kann ich ja hier lassen. Die kann ich nicht mehr brauchen. Ullershausen. Schön, wie das ausklingt.
hab nicht gesehen. Du spionierst mir wohl nach, wa? Der Hund ist schon wieder verschwunden. Wer, Hubert? Nein. Der Hund. Ach so. Das werden. Was das werden soll? Das ist eine Hundehütte für Hummel. Damit sie weiß, wo sie hin kann, wenn sie wegläuft. Also das hätte ich nicht gedacht. Was hättest du nicht gedacht? Ah, hallo Elfriede, ich habe mir auch eine Kassette gekauft. Schöne Sachen? Ah, sehr schöne Sachen. Ich gehe schon mal rein. Ja. Hummel. Komm. Na komm, Hummel. Da sollst du doch rein. Und, Hummi, und. Da, husch, in die Hütte. Husch. Aber Onkel Heini, so geht das nicht. Er muss sich selber entscheiden. Freiwillig. Onkel Heini, kann ich mal schnell ein Fahrrad haben?
Was weißt du? Ich habe dein Fahrrad zurückgebracht. So. Du hattest mein Fahrrad? Willst du Hummel wieder mitnehmen? Ja. Moritz und ich, wir gucken mal eben, wo die Hummel steckt. Hummel! Guck mal, Onkel Heini. Sie ist in der Hütte. Hummel ist in der Hütte. Siehste, freiwillig. Gib mir mal einen Quark. Sag mal, Hubert, wo hast du dich denn heute wieder rumgetrieben, hm? Deine Mutter hat dich etwas gefragt. Na? Ich weiß, wo er ist. Sag ich nicht. Wie bitte? Du sagst es nicht? Nee. Was sagst du dazu? Er sagt es nicht. Ja. Er sagt es nicht. Ich weiß eine Geschichte. Mhm. Also, da
Da war mal so eine riesengroße alte Burg. Und keiner hat sich reingewagt. Und dann hat sich doch einer reingewagt. Und? Und da waren viele, viele Treppen. Bestimmt 1000 Meter hoch. Ach, wenn nicht noch mehr. Und die Türme von der Burg standen mitten in der Burg. Mitten in der Burg? In der Burg. Und da war da was ganz Komisches. Da war so ein kleines Haus, so auf Stelzen. Haus auf Stelzen? Ja, und drin saßen sie. Wer? Tarzans Sohn und Dornröschen. Tarzans Sohn und Dornröschen? Ja, und die haben sich gemocht. Schöne Geschichte. Hey, Hummel, Hummel, Hummel. Sie wollte weglaufen, nach Hause. Oh, vielen Dank, Heidi. Ja, bitte sehr. Ich möchte mich auch gleich wieder verabschieden und trinke auch überhaupt nichts heute Abend. Gute Nacht. Gute Nacht, Heinrich. Vielen Dank. Na, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Na bitte.